Das habt ihr bestimmt schon mal irgendwo an der Tankstelle gesehen, oder? AdBlue. Was das ist, wer das braucht, auf was ihr beim Tanken achten müsst und weitere interessante Fakten gibt es im heutigen Video. Hallo, mein Name ist Max. Vielleicht ärgert es manche von euch, dass man jetzt neben Diesel und Waschflüssigkeit regelmäßig zusätzlich auch noch AdBlue nachfüllen muss. Und einige von euch fragen sich bestimmt auch, bringt das überhaupt was, das Zeug? Dieselautos haben eigentlich so seit der Einführung von Euro 6 grob meistens ein SCR-Cut. Das SCR steht für selektive katalytische Reduktion. Ob euer Auto sowas hat oder nicht, das fragt ihr am besten beim Hersteller oder optimalerweise schaut es einfach in die Bedienungsanleitung, nein, da steht es in jedem Fall. Ganz moderne Diesel, eigentlich spätestens seit der Generation Euro 6 D-Temp, haben in jedem Fall einen SCR-Cut an Bord und kommen einfach ohne AdBlue nicht mehr aus. Wenn ihr jetzt gleich zum Befüllen weitergehen wollt, springt einfach ein paar Kapitel vor. Ansonsten habe ich für euch noch viele interessante Infos rund ums Thema AdBlue. AdBlue ist echt ein Zaubermittel. Das kann aus Schadstoffen Nicht-Schadstoffe machen. Im Prinzip ist es eine flüssige Harnstofflösung und die wird in Autos mit so einem SCR-Cut vor dem Cut eingespritzt und macht dann aus den Stickoxiden reinen Stickstoff und Wasserdampf. Und das sind zwei Stoffe, die sowieso in der Luft vorkommen und damit völlig unschädlich sind. Ich versuche euch das mal ganz einfach zu erklären. Beim Verbrennungsmotor, also beim Diesel, entstehen neben CO2 und andere Schadstoffe auch Stickoxide. Und die Stickoxide entstehen vor allem bei hohen Verbrennungstemperaturen. Und gerade bei modernen Dieselmotoren hat man oft diese hohen Verbrennungstemperaturen. Es gibt verschiedene Techniken zur Reduzierung der umweltschädlichen Stickoxide. Und eine ganz wichtige Technik ist die Abgasrückführung. Da wird quasi Abgas entnommen, nochmal zurück in den Brennraum befördert und nochmal mitverbrannt. Damit sinkt die Verbrennungstemperatur ab und es wird weniger Stickoxid produziert. Und die Technik reicht aber für die ganz aktuellen Schadstoffklassen nicht aus und damit braucht man immer einen SCR-Cut und eben AdBlue. Die Wirksamkeit von diesen SCR-Systemen ist übrigens eindeutig gegeben. Das sieht man schön an den Ergebnissen vom ADAC Eco-Test. Ganz moderne Diesel, die stoßen so wenig Stickoxide aus, dass das kaum noch messbar ist. Und falls euch die genauen Ergebnisse dazu interessieren, findet alles bei uns auf der Website und den Link zum ADAC Eco-Test habe ich euch in die Beschreibung mit reinpackt. Bei modernen Autos ist der Einfüllstutzen für AdBlue meistens direkt neben dem Einfüllstutzen für den Kraftstoff, so wie jetzt hier zum Beispiel. Also bei dem blauen Deckel, da muss das AdBlue rein. Bei älteren Autos ist es manchmal auch irgendwo versteckt, vor einem Motorraum oder im Kofferraum sogar teilweise. Habt ihr schon mal Erfahrungen gemacht? Bei welchem Auto ist es denn besonders schlecht versteckt? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wenn ihr schon da seid, läutet doch die Glocke und lasst ein Abo da, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Ja, und wie kommt das AdBlue ins Auto? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die normalste, gängigste Möglichkeit ist eigentlich das Tanken an der Zapfsäule, an der Tankstelle oder das Nachfüllen über einen Kanister, den man im Fachhandel kriegt. Grundsätzlich ist es mal wichtig, dass ihr euch sicher seid, dass ihr am richtigen Einfüllstutzen tankt. Es kommt nämlich immer wieder zu Pannen, weil AdBlue im falschen Tank landet. Merkt euch einfach, blauer Deckel heißt AdBlue. Und sollte irgendwann doch mal was im falschen Tank landen, schaut erstmal in die Bedienungsanleitung, was da drin steht. Und ansonsten holt euch einfach professionelle Hilfe, zum Beispiel beim ADAC. Das Tanken an der Tankstelle ist ganz ähnlich wie beim Tanken von Kraftstoff, also Benzin oder Diesel. Seht schon, die Pistole schaut im Prinzip genauso aus, das ist im Prinzip genau die gleiche wie bei Kraftstoff auch. Das heißt, ihr steckt die einfach in den Einfüllstutzen, gibt dann Gas und verriegelt. Funktioniert hier jetzt nicht, okay, aber kann man auch so laufen lassen. Und übrigens, es geht überall gerade rum, man könnte auch Urin da reinschütten. Glaubt es mir, das ist in jeglicher Hinsicht keine gute Idee, ihr habt nur Probleme danach, lasst es einfach. Und solche Zapfsäulen gibt es teilweise auch für LKW, die solltet ihr nicht benutzen. Das Problem ist nämlich, dass bei den LKW-Pistolen die Durchflussmenge zu hoch ist. Das heißt, da fließt einfach zu viel durch und das verkraftet das System im Auto nicht und es läuft dann über und habt eine Riesensauerei. Also nur die benutzen, die auch wirklich fürs Auto sind. Wenn ihr daheim tanken wollt, dann nehmt ihr einfach so einen Kanister. Den Kanister gibt es im Fachhandel, aber auch in jedem größeren Supermarkt und teilweise sogar im Discounter. Bei dem Kanister ist oft also ein Befüllschlauch mit dabei. Den habe ich jetzt da schon mal ausgepackt. Schaut der aus, ihr öffnet einfach den Kanister und schraubt den Befüllschlauch da oben drauf. Einfach bis er ganz fest ist. Falls so ein Schlauch nicht dabei ist,
Könnt ihr zur Not auch einen Trichter nehmen. Das ist aber viel weniger praktikabel, vor allem allein mit dem schweren Kanister. Wenn der Schlauch dabei ist, nehmt ihr einfach den Schlauch. Ihr müsst natürlich den Tankdeckel hier noch öffnen. Und auf die Seite tun ein bisschen. Und dann den Befüllschlauch einfach in die Öffnung reinschieben. Und dann einfach laufen lassen. Man hört jetzt auch, es gluckert schön. Also fließt jetzt gut was rein. Ich weiß jetzt in dem Auto, dass da mindestens 10 Liter reinpassen, also kann ich den ganzen Kanister auf jeden Fall reinschütten. Ihr müsst übrigens keine Angst haben, dass das Zeug irgendwie eingefrieren könnte oder so. Das gefriert zwar ab unter minus 10 Grad ungefähr, aber die Systeme im Auto sind so ausgelegt, dass da nichts kaputt geht. Also man muss keinen Frostschutz oder sowas dazufüllen. Sollte man sogar auf gar keinen Fall machen. Übrigens, wenn mal was daneben geht, müsst ihr euch keine großen Sorgen machen. Das Zeug ist wasserlöslich, das kann man einfach mit Wasser wegwaschen, also das ist kein großes Problem. So, der Kanister ist leer, also wir haben jetzt 10 Liter nachgefüllt. Wenn mal was daneben gehen sollte, nimmt ihr einfach einen Lumpen, putzt es ein bisschen weg, das ist kein Problem. Einfach mit viel Wasser einen richtig feuchten Lumpen wegputzen. Wenn ihr draußen seid, könnt ihr einfach direkt mit der Gießkanne drüber schütten. Solltet natürlich vorher den Deckel zumachen. Wenn ihr das macht und wenn das Zeug nicht zu lang auf dem Lack ist, dann gibt es auch keine Lackschäden. Das ist von Auto zu Auto stark unterschiedlich und hängt stark von der Größe des verbauten Tanks ab. Bei älteren Autos ist der Tank oft recht klein und dann kommt man bloß so 1000 bis 2000 Kilometer. Bei den ganz modernen Autos sind die Tanks eigentlich immer recht groß und dann kommt man locker so 10.000 Kilometer oder sogar noch mehr. Teilweise kann man über das Infotainment ganz einfach checken, wie hoch die aktuelle Reichweite ist und der aktuelle Vorrat. Viele Autos zeigen es auch beim Starten an und besonders dann, wenn der Vorrat langsam zu Ende geht. Und dann solltet ihr auch wirklich nachtanken. Das Problem ist nämlich, dass das Auto dann einfach nicht mehr starten darf. Also da will euch der Hersteller nicht ärgern, sondern es ist einfach gesetzliche Vorschrift. Ihr seid der richtige AdBlue-Profis, oder? Ich wünsche euch noch eine gute und vor allem schadstoffarme Fahrt. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es unter das Video.